Hallo und willkommen zurück. Wir fahren jetzt zur Gina de Hose und hoffen natürlich, dass sie herauskommt. Wir lassen unser Auto jetzt insgesamt nochmal 6-mal waschen. Mit dem reden wir nicht. Ja, verschwinde, du Mistkerl. Um quasi die Quest Uppsala zu starten, die es hier gibt. Nein, wir haben das Ziel verfehlt. Komm schon, Gina. Hey, was ist denn da los? Ist sie jetzt gerade nicht da, oder wie? Ich dachte, die hätten keine so vorgeschriebenen Zeiten. Wo die eine oder der andere da ist. Jetzt kommt Gina. Bah, ich fühle mich gefoppt. Weg mit dir. Okay, beim nächsten Mal darfst du tanken. Wenn er jetzt nochmal kommt, dann darf er tanken. Unsere Spritanzeige doch relativ... Ah, da ist sie. Sehr gut. Hahaha. Halt die Klappe, du verdammte Schlampe. Wasch das Auto. Du Stück. Entschuldigung, aber ich finde nicht, dass sie sonderlich viel... keinen sehr hohen Wert hat. Ich meine, schaut euch die an mit ihrer kurzen Hotpants, die noch offen dazu ist. Und wie sie rumtanzt mit ihrem Top und so weiter und so fort. Das ist mir zuwider. Komm, wasch einfach. Wasch 6-mal, bis du... Oh. This makes it your 6th time. To thank you for being one of our best customers. Today, you get the special service. Das heißt, extra Service Start. Ja, regelst du dich jetzt auf der Motorhaube oder was? Gina gibt an der Tankstelle Heaven and Hell einen besonderen Service. Wenn sie das Auto ein paar Mal gewaschen hat, machen sie sich aber lieber keine großen Hoffnungen. Oh. Schade. Here we go. Oh ja. Oh ja. Seif mein Auto ein. Waschen kann es sein. Shiny. Looks pretty. Ja, mach das Auto schön feucht. Oh ja, ich stehe so sehr drauf, wie du dich bewegst. Und das Auto wird auch richtig sauber, weil du es nur am Kotflügel wascht. Oh, ich habe Kotflügel gesagt. That was fun. Come again. I'll give you the special service every time from now on. Wow, vielleicht komme ich mit meinem neuen Auto und dann bist du echt begeistert darüber. Hör auf dich zu drehen. That was quite a show. I'm sure York wouldn't have liked it much, though. Ja, aber York ist nicht hier. Also, nicht wirklich. Yay, Extra Service. Und wir haben einen Lutscher bekommen. Wow. Super. Ich fühle mich ein wenig vergewaltigt von ihr. Nichtsdestotrotz holen wir unsere Karre jetzt endlich bei Layson ab. Wenn das jetzt nicht möglich ist, dann weiß ich auch nicht. Ah. Ich hoffe, das Auto fährt viel besser als das hier. Das lässt sich nämlich wie Hechtsuppe steuern. Hechtsuppe. Hat jemand von euch schon mal Hechtsuppe gegessen? Ich weiß gar nicht, wie die schmecken soll. Ich meine, ich kenne Fischsuppe. Musste ich schon oft genug essen. Was heißt Fischsuppe? Da ist, meistens sind da, waren da einfach nur Fischköpfe drin. Ja, viele sagen jetzt, Fischköpfe, wie ekelhaft. Aber, es heißt, oder, da ist das Auto. Aber es heißt, dass das Wangenfleisch sehr delikat ist von Fischen. Ja, das hört sich wahrscheinlich doch irgendwo eklig an. Aber nichtsdestotrotz wird das eben gesagt. Oh, ich kann auch einsteigen. Oh, ein Traum. Ein Traum. Ich rede trotzdem nochmal mit Layson. Einfach nur, um die Gewissheit zu haben, dass das Auto jetzt uns gehört. Ah, da sind sie ja. Sie kommen wie gerufen, mein Sohn. Juhu. Jetzt ist alles repariert. Ich habe es vorne geparkt. Los, holen Sie sich, Soldat. Es gehört Ihnen. So eine wilde Kiste habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Danke, Mann. Ich bin so froh. Jetzt ist alles repariert. Ich habe... Okay, der sagt immer nur dasselbe. Ich wollte mal wissen, ob er vielleicht doch noch ein Auto zu verkaufen hat. Jetzt, wo... Nein, hat er nicht. Ja, danke schön. Tschö. Juhu, unser Auto. Ich bin so froh darüber. Das lasse ich gleich mal von Gina im Extra-Service waschen. Hätte ich das auch vorher machen sollen. Aber ich dachte mir, nee, das ist das falsche Auto. Doofes Auto. Das ist das richtig coole Auto. Ich mag auch diese Autos, wobei, das sieht jetzt eigentlich nur aus wie Quinns Auto mit einem Heckspoiler. Kann das sein? Ja gut, das ist hinten halt ein bisschen länger. Was steht hier? Was soll das heißen? YZ1 DRFL For Life. York und Zack. York, Zack, One Drüffel. Keine Ahnung, wer das entziffern kann. Kannst du mir gerne sagen. Und da ist das tollste Auto der Welt. Oh ja, es hat sogar ein schönes Grün. Grün ist ja meine Lieblingsfarbe. Passt auch zu Greenvale wahrscheinlich. Geiles Auto und so. This car was with York since he first joined the FBI. I'm glad we were able to get it fixed. The first time we took this car for a spin, we went to a convenience store a few blocks away. I remember we drove so slow. I wonder what York would say if he saw us with this car right now. I hate you, Zack! Das ist mein Auto! Das würde er wahrscheinlich sagen. Das Auto von York. Oh ja. Yeah. Mal gucken, was da drin für Musik läuft. Oh ja. Was schönes, punkiges. Ihr hört es wahrscheinlich wieder nicht, weil die Musik zu leise für euch ist. Ich höre sie ja ganz gut jetzt hier gerade. Deswegen, sorry, wenn ihr sie nicht hört. Ich bin gerade froh. Das fährt richtig gut, das Auto. Hat eine gute Steuerung und so. Bam! Na, jetzt nicht du Arsch. Ich will jetzt nochmal im Extra-Service das Auto waschen lassen. Und dann geht's auf zu Harry, Weinfort und so weiter. Und ich werde die Fahrt dann wahrscheinlich schon überspringen, weil das ist echt ein weiter langer Weg da hoch. Und dann kann ich meine Stimme ein wenig schonen. Oder ist die ja? Schlampi, hey, kannst du mir mein Auto waschen? In deinem coolen Extra-Service. Oh ja. Hey there, cutie. Oh, you just can't stay away, can you? Oh, you don't have to say a thing. I can tell you've come for the special service. Ja, mach mich richtig nass. Gucken, ob sie jetzt das Auto überhaupt wirklich berührt. Washing time is fun. Shiny. Looks pretty. Macht sie das nur in ihren Gedanken oder was? Okay. Oder sagt sie das wirklich? Ich weiß es nicht. I'll give you the special service every time from now on. Oh, danke. Ich werde wiederkommen. Bestimmt nicht. Aber hab vielen Dank, du Frau. Nee, das reicht wirklich. Na gut, ich werde jetzt ein bisschen überspringen. Atmen. Gegen Baum fahren wollte ich nicht. Ich werde, wow, das Auto ist richtig schnell. Das ist richtig schnell, wenn ihr mal seht, wo die Nadel festgeklemmt ist. Schade, dass ich hier noch nicht einen zusätzlichen Turbo habe. Aber mit dem Auto sollte alles relativ schnell gehen. Wow. Was zum Teufel? zweirädrig. Warum? Wow. Oh, meine Fresse. Na komm schon, halt doch mal still, du Auto. So.
Ich weiß nicht, ob es hier eine Karte gibt, wird aber nicht angezeigt, dass es hier noch auf der Karte irgendwo eine Karte gibt. Also auf der normalen Karte wird nicht angezeigt, dass es hier eine Karte gibt, deswegen würde ich da wahrscheinlich auch ungern nachsehen. Was ich ja auch schon bedingt gemacht habe, dann habe ich es ja abgebrochen. Gut, also, ich fahre jetzt hoch zu Harry und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Hallo, und da sind wir wieder. Übersprungen haben wir es und es ist geschlossen. Ein Traum, es ist geschlossen. Ich weiß nicht, wann wir hier sein müssen. Wir werden jetzt das Auto hier parken. Und dann werden wir auch in der Zeit springen, um zu gucken, wann die hier offen haben. Ich habe keine Ahnung, wann sie offen haben. Aber irgendwann müssen sie ja hier aufmachen. Deswegen sorry. Steht leider auch gar nicht dran, wann sie offen haben. Steht das hier vielleicht doch? Es ist abgeschlossen. Tja, was machen wir? Warten. Mehr können wir nicht tun. Vielleicht sind die ja mittags unterwegs. Man weiß es. Vielleicht kommen die erst gegen Abend. Aber kein Problem. Wir haben Zigaretten. Die werden wir jetzt auch verwenden. Mal gucken, wie lange. Sagen wir mal so nachmittags vielleicht. So um 2 oder so. Vielleicht ist dann ja jemand da. Man weiß es ja nicht. Na komm. So. Was essen kurz? Was haben wir hier? Oder haben wir jetzt so einen Lutscher, den wir immer essen können? Dann essen wir doch mal einfach so einen rohen Fisch. So eine Regenbogenforelle. Bam. Wow, die hat uns nicht wirklich satt gemacht. Der Schwarzbarsch ist da schon besser. Okay, das sollte reichen. Schauen wir mal. Es ist offen. Sehr, sehr gut. Hat genau gereicht, jetzt können sie uns auch nicht mehr rauswerfen. Jetzt sind wir drin. Wir haben das Gebäude infiltriert. Jawoll. So, so gefällt mir das alles schon viel mehr. Heute haben wir, also in dieser Folge haben wir schon einiges erreicht. Mal gucken, wie viel wir hier noch erreichen. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr viel. Ich werde wahrscheinlich dann... Oh Gott im Himmel. Die Statue, die Büste hat mich gerade voll erschreckt. Bam. Hier haben wir wieder die Regenmäntel, das Gemälde. Oh, Michael? Hallo? Mr. Francis Zack Morgan. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Geht es Ihnen gut, Michael? Sie wirken so verändert. Mr. Francis Zack Morgan, wovon reden Sie denn da? Mir geht es gut. Mit mir ist alles in bester Ordnung. Der reimt ja gar nicht mehr. Was ist denn los mit dem? Yes? Nee, ich konnte nur mit ihm reden, oder? Ich weiß gerade nicht, ob ich irgendwas kaufen konnte bei ihm. Nee, warum sollte ich was bei ihm kaufen können? Und da ist die Aufgabe. War das ein Hund? Ich schaue mich mal kurz hier um. Nummer 32. Nummer 23. Aha. Hier steht Objekt nehmen. Aber ich glaube, ich will das gar nicht. So, und das ist Nummer 22. Ich gehe, genau, hier wollte ich kurz hingehen. Was ist das denn? Das ist ein Atemgerät. Ich sollte lieber da nicht rein. Warum denn nicht? Ich reise zwar bald ab, aber ich werde ihn nicht vergessen. Oder sowas. Oder sowas. Was ist denn das? Ist das so ein Atemgerät? Wird du das jetzt da anschließen? Nee. Was macht er? Täuscht er an? Was ist da? Ist das ein Teewagen? Nee, es ist tatsächlich so ein Sauerstoffgerät. Egal, sei es drum. In der nächsten Folge werden wir uns hier in dem Haus von Harry kümmern. Und jetzt ist die Nebenquest weg. Super. Hätten wir machen sollen. In unserer Stadt ist wieder Frieden eingekehrt. Aber für dich ist hier kein Platz. Lass dir Zeit.
aber dann musst du eine neue Richtung einschlagen. Okay, er kann jetzt gerade nicht. Schade, wir hätten das vorher machen sollen. Jetzt ärgere ich mich. Naja, egal. Danke fürs Zusehen. In der nächsten Folge machen wir zumindest die eine Quest. Vielleicht hat sich das ja aufgefüllt nach einer Zeit. Bis dann, bye.